Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt die Woche bis dato gute bestanden und seid vor allem gesund geblieben, denn das, wie ihr wisst, ist nach wie vor die Hauptsache. Wir fangen heute Abend ganz entspannt, ganz langsam an mit Paschanim Sommergewitter. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf, endlich mal wieder was von ihm. 2 Minuten 17, liken, supporters, come out. Ihr wisst doch mittlerweile Bescheid, wie es läuft. Ich erinnere euch an der Stelle nur ganz kurz an Airwaves. Was vor gut einem Jahr rauskam, hatte extreme Sommervibes, extremes Hitpotenzial, wurde auch ein extremer Hit, war bei Spotify teilweise der meistgestreamte Deutschrap-Song überhaupt. Sommergewitter. Ich bin sehr gespannt. Ey, ich habe extrem hohe Erwartungen. Ich sag euch, wie es ist. Extrem hohe Erwartungen. Der Beat ist mal wieder von Stigger produziert worden. Mix und Mastering ist von Yunus Kingsize G-Man produziert worden. Oder gemacht worden. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ey, 2 Minuten 17. Ihr merkt, ich bin aufgeregt. Ich rede ein bisschen schneller. Freunde, wenn euch das Video gefällt, aber nur wenn es euch gefällt, supportet mich auf jeden Fall, würde mich mega, mega freuen. Wir starten direkt rein. So, gar nicht lang schnacken. Paschanim, Sommergewitter, 2 Minuten 17, Abfahrt. Sommergewitter am Main Block, hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Doors und ein Panoramadach. Meine Gegend, meine Stadt, hör den Regen ganze Nacht. Meine Augen. Schwer, weil ich war zu lange wach. Ich lach schon wieder, weil ich direkt diese Sommervibes direkt hab. So. Auch wie er hier hochgeht mit der Stimme in dem A-Part der Ich will Butterfly Doors. Geht er mit der Gitarre quasi mit und mit der Bassline mit. Super, super nice schon wieder. Super vibig. Er fängt hier mit der Hook an. Regen ganze Nacht, ich will Butterfly Doors und ein Panoramadach. Meine Gegend, meine Stadt, hör den Regen ganze Nacht. Meine Augen werden schwer, weil ich war. Zu lange war Sommergewitter am Mainblatt. Hör den Regen ganze Nacht, ich will Butterfly Doors und ein Panoramadach. Ey, Digga, das wird ein miese. Ich sag, ey. Es gibt Songs, die kommen so langsam, die feierst du erst langsam. Es gibt Songs, die holen dich bei der ersten Reaktion direkt ab, hatte ich auch schon teilweise. Es gibt aber auch Songs, wo du beim ersten Mal hören direkt merkst, das wird ein Hit. Kommt zur richtigen Zeit, es ist Sommer, es ist wirklich sehr, sehr heiß draußen. Corona lässt langsam nach, alles macht so ein bisschen nach und nach wieder auf, Kiosk, Schwimmbäder und so weiter und so fort. Ey, Digga, ich sag nicht, wie es ist, es wird ein mieser Hit. Hör den Regen ganze Nacht, ich will Butterfly Doors und ein Panoramadach, meine Gegend, meine Stadt. Hör den Regen ganze Nacht, meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach. Letztes Jahr hatten Hook 10 von 10, geht ins Ohr, bleibt im Kopf, hat einen super geilen Vibe, weil auch mit der Stimme hochgeht von dem Sample und mit der Bassline geht er mit der Stimme auch mit hoch. Super nice. Hat schon den richtigen Vibe, safe. Lange wach, letztes Jahr hatten wir nichts, aber jetzt ist es vorbei. Unsere Eltern kamen mit 2 Taschen damals aus. Okay, deshalb jag ich das Papier in einem blauen Prada-Sweatshirt. Mein Kumpel aus Paris schreibt mir, dass man da mein Check hat. Sticke ma- Ey, ohne Scheiß, ich glaub, mit Airwaves, gerade nicht nur mit Airwaves, mit Hauseingang und so weiter und so fort, Shabab-Spotten und so. Er droppt nicht oft, muss man sagen. Ich weiß nicht, diese kleine EP, die kam auch letztes Jahr noch raus. Es gab teilweise auch Probleme. Teilweise hat man hier und da ein bisschen was gehört, dass er irgendwie ein bisschen unterdrückt wird. Der Press ist auch scheißegal, ne? Hat hier nichts zu sagen. Er hat einen super, super geilen Song bis jetzt rausgehauen. Super geile Musik gemacht. Er droppt nicht oft, aber wenn er droppt, Bro, halt dich fest, ohne Scheiß. Und da mein Checker, Sticke macht mir ein Beat und dann mach ich, was ich machen muss. Die Kost am BAB, hängen auf die offen, sie fast.
Mama war nicht da. Sein Nachbar macht ihn auf, es ist überhaupt egal. Konfiguriere mir ein Cayenne auf. Ey, ganz kurz zum Beat. Part fängt an. Sample relativ dünn gemacht, glaube ich, auch einmal runtergepitcht und dann quasi nach vier Takten wieder hoch. Hat halt einen extremen, allein diese Gitarre hat einen extremen Vibe, darauf diese Passion im Stimme, die auch hier immer wieder gedoubled wird und wieder rausgenommen wird, was super geil kommt. Warte mal. Hier, da ba 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 und dann ba 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 ba, also schön breit geworden, dann er wechselt es immer ab, ist super nice. Auf die offen, sie fassen und sie kam alleine rein, weil seine Mama war nicht da, sein Nachbar macht ihn auf. Auch diese Doubles immer super super breit bei ihm, was halt seine Stimme, diese tiefe Stimme noch mal krass unterstützt. Ist überhaupt egal, konfigurier mir ein Cayenne auf einen alten iPhone 5, sie hat gehört, ich werd erpresst und sie. Ich hab bestimmt, aber Baby, ich bin gut. Glaub ihm, das ist alles tough. Und sie schreibt mir um halb drei in der warmen Sommernacht. Sommergewitter am Main Block. Ey, Digga, ey, das wird. Man kann sagen, was man will. Ich predikte das jetzt schon. Mark my words, Bro. Merk dir meine Worte. Das Ding wird ein Hit. So oder so. So oder so. Und sie schreibt mir um halb drei in einer warmen Sommernacht. Und dann, boom, weißt du? Nicht viel, kein richtige Pre-Hook oder sowas, wirklich direkt von dem Part wieder in die Hook rein, diesen Vibe direkt gecatcht und weitergegangen, so direkt wieder in die Hook, ist nice. Ist alles tough und sie schreibt mir um halb drei in der warmen Sommernacht. Sommergewitter am Main Block, hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Dorf und ein Panoramadach. Meine Gegend, meine Stadt, hör den Regen ganze Nacht. Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach. Lange nicht in 6-1 in der Gegend macht. Okay, nur einmal die Hook quasi. Hier auch wieder ein gutes Beispiel, dass du halt kein aufwendig groß ausproduziertes Video brauchst, Digga. Die erleben was, die nehmen die Kamera mit über ihren Tag, generell dies, das, vielleicht ein paar coole Locations gehabt und so. Aber es kommt so real rüber, du kannst dich damit so ein bisschen identifizieren. Weißt du, was ich meine? Weil das kann auch unser Alltag sein, so du chillst mit den Jungs, dies, das, bisschen Bahn fahren, hier und da und da. Es ist nice, es ist einfach so, dieses Video ist noch so ein bisschen real, weißt du, was ich meine? Schwer, weil ich war zu lange wach, lange nicht in 6-1 in der Gegend, machte ich meine ersten Schritte. Heute kontrollieren uns Tachos, weil sie denken, dass ich ticke und mein Team ist immer mit. Sample sehr stark gefiltert. Mir, weil ich euch niemals vergesse, will ne Eisdot, Flasche, Sacker, Wasser, VVS und wir stehen am. Grüßen Leute, die wir kennen. Mein Cousin hat ne Glizzy und hat Casablanca Hemd. Main Stadt im Sommer grün, City Boys, wir sind zu viert. Gnäsen nur bis Sam am Platz und wir drücken garantiert. Ganz kurz zum Beat, abseits, also abgesehen von dieser Gitarre, die einen übelsten Sommervibe gibt, wie schon gesagt, heißt auch Sommergewitter. Geile Clap, relativ, Jumps relativ subtil im Hintergrund, also man hört schon raus, geil, auch diese Kick kommt immer nur, glaube ich, in B-Part, der Hook rein. Geile 808, schöne Heights, geile Clap, mehr auch nicht. Dieser Song lebt von diesem Vibe, auch bei Airwaves. Dieser Song, der lebt von dem Vibe. Der fällt und steigt mit dem Vibe, ohne Scheiß. Und du triffst dich in mein Kiez, triffst mich nicht im KDW. Nur getaggt am Schlachtensee, weil ich da nicht baden gehe. Und du weißt, in mein Herz hab ich kein. Doch ich schreib dir um halb drei in der warmen Sommernacht. Sommergewitter am Main Block, hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Dorf und ein Panoramadach. Meine Gegend, mein Stadt. Ey, das Ding wird ein mieser Hit, ich sag euch wie es ist. Guck mal, wie er hier in die Hook reinkommt. Und ich, am ersten Part am Ende hieß es, und sie schreibt mir um halb drei in einer warmen Sommernacht. Und am Ende vom zweiten Part heißt es, und ich schreib ihr um halb drei in einer warmen Sommernacht. Jetzt hab ich keinen Platz, doch ich schreib dir um halb drei in der warmen Sommernacht. Sommergewitter am Main Park, hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Dorf und ein Panoramadach. Meine Gegend, mein Stadt, hör den Regen ganze Nacht. Meine Augen werden schwer. Zu lange war, Sommergewitter am Main Block, hör den Regen
ganze Nacht. Ich will Butterfly Dance und dein Panoramadach. Meine Gegend, meine Stadt, hör den Regen ganze Nacht. Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach. Bro, was willst du noch sagen? Was willst du noch sagen? Es wird ein Hit. Ich sag euch, wie es ist. Es wird ein verdammter Hit. Nicht nur dieses Jahr, auch nächstes Jahr. Airwave streamt man ja auch noch millionenfach. Weißt du, was ich meine? Das Ding wird ein behinderter Hit. Ohne Scheiß. Das sind meine letzten Worte. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Song, zu der Reaktion in die Kommentare. Das war Pascha mit Sommergewitter. Ich küsse euer Herz. Schön. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Peace.